So, meine lieben Zuschauer. Und da bin ich auch schon wieder. Leider gab es ein kleines Missgeschick, muss ich leider zugeben. Und zwar ist mir die Speicherdatei abhanden gekommen. Aber ich habe alles wieder ungefähr so hergerichtet, wie es war. Das heißt also, Vincent hat immer noch hier nichts drin, außer halt Zeit. Und Tifa hat Barriere. Ja, eigentlich hat sich nicht viel verändert. So, und wir gehen weiter. Wir haben nur ein bisschen hier was in der Story zu erledigen. Darum verzögert sich auch meine... meine Aufnahme. Reden wir mal mit dem alten, netten Herrn da. Dies war früher eine Shinra-Basis. Von hier sind die Raketen gestartet. Hast du die schiefe Rakete gesehen? Das war Shinra 16. Sie ist jedoch nie gestartet. Und jetzt? Sie ragt einfach rauf. Darum ist die Stadt auch auf ihren Namen gekommen. Shinra 26? Willst du dir die Rakete mit mir ansehen? Komm, lass sie uns anschauen. Nein, normalerweise heißt sie Rocket Town eigentlich, diese Stadt. Also nicht Shinra 26. Coole Rakete. Nu? Ich bin jedes Mal so beeindruckt, wenn ich sie anschaue. Tut mir leid, dass ich dich damit reinziehe. Für mich ist es eine Art Hobby. Nimm dies hier als Zeichen meiner Anerkennung. Yuishukuyu. Okay. Ich möchte, dass du darauf aufpasst und das benutzt. Okay. Ich glaube, das ist ein neues Schwert für deinen guten Cloud. Ja, ist es. Nimm's Schwert. Es hat aber nur zwei, das heißt, wir müssen vorher noch umbasteln. Feindes können. Die alle kann raus, aber das Wiederbeleben sollte rein. Ist natürlich schade um die alle, aber egal. Neue Waffe nimmt man immer bestens an. Wie viel Prozent gibt eigentlich die neue Waffe jetzt vom guten Händler? Ich habe sie nämlich noch nicht geholt, weil ich gedacht habe, es ist eine Verschwendung. Aber wir können ja mal gucken. Ja. Wie viel hat mir das Schwert gegeben, das ich mit mir rumgeschleppt habe? Das hat mir 16 Punkte gegeben. Okay, okay. Also, das hat sich gelohnt im Gegensatz zu den 8 Punkten da. Das lohnt sich nicht. Jedenfalls noch nicht. Wir gehen mal in das Haus da rein. Ich glaube, ich habe mich zwar hier verlaufen, weil das... Nee, doch nicht. Hier ist eine Truhe. Kraft. Gut. Muss ich einen Gegner weniger morphen. Ist doch klar. So, dann gehen wir hier rein. Dann ist das richtige Haus. Hier liegt alles mögliche an Waffen und Raketen rum. Boah. Das ist für den guten... Wie heißt er denn nochmal? Für den guten Barrett. Ein Flugzeug. Das ist ein Logo von Shinra drauf. Tiny Bronco. Das ist cool. Soll ich aufpassen? Kann ich helfen? Nein, wir gucken uns nur an. Wenn ihr es verwenden wollt, fragt bitte den Captain. Der Captain ist in der Rakete. Ich bin Shira. Und wie heißt ihr? Ich bin Cloud. Vincent. Von Beruf bin ich egal. Tifa, nett dich kennenzulernen. Du gehörst also nicht zu Shinra, zu den Shinra. Ich dachte, die Zustimmung für die Wiederaufnahme des Weltraumprogramms wäre gegeben worden. Hä? Präsident Rufus soll hierher kommen. Der Captain ist schon den ganzen Morgen unruhig. Rufus? Dann gehen wir doch mal gucken. Und Shinra ist wieder weg. Mysteriös, aber wahr. Die kann sich teleporten. Die ist voll der Zoomer. Na gut, gehen wir mal zur Rakete und reden mal mit dem Captain. Komm her. Ich will zur Rakete.
Dann geht's doch nur da lang. Schade. Mein Gott. Sieht gleich angegammelt aus, das gute Stück hier. Shinra. Typ 26. Aber eigentlich heißt die Stadt wirklich Rocket Town. Also ich bin davon überzeugt, dass sie so heißt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das so. Gut, sind wir hier oben. Gehen wir hier rein. Hallo. Hey, Dude. Was macht ihr denn hier? Wir haben gehört, der Captain soll hier sein. Sei hier so. Ich bin der Captain. Hey, Sid. Ja, auch in jedem Teil gibt es einen Sid und hier haben wir ihn gefunden. Ich heiße Sid. Aber jeder nennt mich Captain. Was willst du? Erzähl mir von dieser Rakete. Wow, nicht schlecht für einen Jungsport. Und damit haben wir, glaube ich, den ältesten Charakter. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe nämlich mein kleines Handbüchlein für das Spiel verloren. Fragt mich nicht, wo ich es hingelegt habe. Also gut, ich erkläre es. Ja, ist klar, dass Shinra während des sinnlosen Krieges jede Menge technische Geräte entwickelt hat. Jetzt ist es eine Mako-Firma, aber damals waren sie Waffenhersteller. Sie haben einen Raketenantrieb entwickelt. Alle waren so begeistert von dem Gedanken, in den Weltraum vorzudringen. Unsere Träume wurden immer gewagter. Sie stellten eine Menge Geld bereit und bauten einen Prototypen nach dem anderen. Schließlich wurde Shinra 26 fertiggestellt. Sie wählten den besten Piloten in ganz Shinra ein. Nein, der ganzen Welt. Mich ist ja klar. Endlich war der Tag des Starts gekommen. Alles lief gut. Aber wegen Shira, der blöden Kuh, wurde der ganze Start vermasselt. Deswegen sind sie so knickerig geworden. Und daher haben die Shinra das Raumfahrtprogramm gestoppt. Und das, nachdem mir gesagt hatten, dass die Zukunft in der Raumforschung liegt. Und in mir die Hoffnung, Hoffnung machten. Zum Teufel mit denen! Und dann, als sie herausfanden, dass Mako-Energie profitabler ist, war alles aus. Da haben sie überhaupt keinen Gedanken mehr an die Raumfahrt verschwendet. Geld, Kohle, Rubel. Für die war mein Traum nichts. Als ein paar Zahlenkolonnen. Schau dir diese verrostete Rakete an. Darin soll ich als erster Mensch ins All fliegen. Jeden Tag steht sie ein bisschen schiefer. Bei dem Tempo weiß ich nicht, was zuerst passiert. Das Ding fällt um oder ich bin weg hier. Meine letzte Hoffnung ist ein Gespräch mit dem Präsidenten. Mist, jetzt habe ich Ihnen das Falsche angefragt. Ich wollte erst nach dem Tiny Bronco fragen. Na gut. Wollen wir mal rein? Hey, wir können wieder mit ihm reden. Was willst du? Kommt Rufus? Ja, das wäre Neuigkeiten. Ein Start des Raumfahrtprogramms. Ein junger Präsident muss her. Der hat auch noch Träume. Was willst du erzählen? Können wir den Tiny Bronco ausleihen? Bist du völlig verrückt geworden? Das ist mein liebster Besitz. Den gebe ich nicht her. Okay, das heißt, wenn er schon nicht im Weltraum fliegen kann, dann fliegt er lieber damit. Ist mir auch recht. Ohne Spaß. So, jetzt gehen wir mal los und gehen wieder zu Shira. Mal gucken, was die so und so sagt. Die wird bestimmt lieb und nett sagen und sein und uns den Tiny Bronco uns aushändigen. Hahaha. Wenn sie ja schon. Außerdem. Als kleine Hintergrundgeschichte. Niemand erfährt es, aber eigentlich ist der gute Sid mit der guten Shira verheiratet. Beziehungsweise die leben zusammen halt. Und sind halt auch dadurch verheiratet. Mehr oder minder. Eigentlich ist der gute Sid gar nicht so böse auf sie. Das wird sich aber erst in folgender Story herausschälen. Was nicht sich herausschält, ist, richtig, dass er eben
mit ihr verheiratet ist. Aber das erfahren wir so. Entschuldigung, Cloud?